Sandro, ihr habt mit der zweiten Mannschaft die Mission 2017 gestartet. Nach den ersten beiden Spielen, die leider 0-1 verloren gingen jeweils, hört sich fast ein bisschen so an wie der Mission Impossible. Wie siehst du es im Moment noch? Nee, wir wussten ja schon, dass die Mission 19 Spiele lang geht. Von daher, also klar, die ersten beiden Spiele hätten wir uns anders gewünscht. Ich glaube, die Leistung war top, die Bereitschaft war top. Ergebnis dementsprechend nicht so das, was wir uns vorgestellt haben. Aber trotz allem haben wir jetzt nicht vor, abzumelden und die Mission abzubrechen, sondern jetzt freuen wir uns mit einer riesen Vorfreude auf das, was am Freitagabend passiert in Osnabrück. Und dementsprechend gut trainiert die Jungs. Also wir sind bereit weiterhin für diese Mission 2017. Und da gibt ja auch ein paar positive Sachen, die uns da auch positiv drauf einstimmen. Erstens, der Trainer kann Abstiegskampf, der hat es schon als Spieler auch erleben müssen. Und du hast es schon erfolgreich auch mit der Mannschaft schon geschafft. Und genau, was du gesagt hast, die Jungs haben eigentlich bis aufs Ergebnis alles richtig gemacht, auch in den ersten beiden Spielen. Absolut. Also wenn man sieht, wie die heute wieder trainiert haben von der Bereitschaft her, also du erkennst wirklich nicht unsere Tabellensituation oder dann auch diese Nackenschläge, die wir jetzt gerade letzten Samstag oder eine Woche vorher bekommen haben in Zwickau, sondern sind beharrlich dran in diesen Inhalten, wirklich eine Top-Mentalität und wie gesagt, und wir dürfen auch keinen Millimeter nachlassen, sondern wenn wir jetzt am Wochenende ein super Beispiel haben, dann war es dieses Super Bowl-Endspiel, was es dann heißt, in so einem Quarter dann das Ding umzureißen. Und von daher, wir haben 17 Spieltage Zeit, das Ding in die richtigen Bahnen zu lenken. Und wie gesagt, es wäre cool, wenn wir es jetzt am Freitag schon mal schaffen würden, ansatzweise dann das mit nach Hause zu nehmen, was wir uns vorstellen. Also ist es gar nicht so schwierig für dich jetzt irgendwie die Motivationskeule immer auszupacken. Das ist von der Stimmung her nicht so, wie es da im Tabellenplatz im Moment ausschaut. Nein, die Jungs laufen jetzt nicht mit gesenkten Köpfen darum durch die Kabine, sondern sind bereit, in jedem Training wirklich an die 100% zu marschieren und darüber hinaus. Und wie gesagt, ich glaube, es gehört auch so eine gewisse Gelassenheit auch dazu mit der Situation und jetzt nicht nur an jeder Schraube zu drehen und zu überdrehen, sondern wie gesagt, wenn die Jungs sich top verhalten und das machen sie und wenn die Leistung stimmt, dann gehört auch so ein Schuss Gelassenheit dann auch dazu und ja, dass man auch siegessicher dann auch versucht, dann die Dinge anzugehen. Und so ist der Weg und wie gesagt, so war es vor 2 Jahren, so war es letztes Jahr auch in der schwierigen Phase, die wir hatten, zweifelsohne. Und dementsprechend, wie gesagt, wir freuen uns darauf, jetzt auch die kommenden Aufgaben jetzt mit den Spitzenspielen oder mit den Spitzenmannschaften in Osnabrück, dann zu Hause Duisburg und ja, es wird cool. Ja, auf jeden Fall. Es greift ja auch ein paar andere Mechanismen in der Ausbildungsmannschaft. Also auch in unserer höchsten Ausbildungsmannschaft ist es ja so, dass es nicht unbedingt um den Tabellenplatz geht. Oder andersrum gefragt, ist so eine Erfahrung für einen jungen Spieler vielleicht sogar fast mehr wert, auch wenn es sich halt nicht so gut anfühlt vom Ergebnis und vom Tabellenplatz her. Ja. Aber kannst du dann vielleicht ein bisschen mehr rausziehen dann später auch? Auf jeden Fall. Also wir nehmen alle eine Menge davon mit. Über so einen langen Zeitraum jetzt, wie gesagt, wenn du die Belohnung nicht bekommst, dann fühlt sich das echt beschissen an. Und es gibt aber auch Tage, da würden wir gerne drauf verzichten. Also da brauchen wir das nicht als Ausbildung. Also, aber es gehört dazu, es gehört zur Persönlichkeitsentwicklung dazu von jedem Einzelnen. Und wie gesagt, glaube, dass du dann auch, wenn du wieder das Erfolgserlebnis hast, dass du dann auch gestärkt aus dieser Situation herauskommst. Und ich glaube, wir dürfen nicht einen Fehler machen und Dinge schon abschreiben, die es auch noch nicht abzuschreiben sind. So, und das wird der Weg sein, wie gesagt, mit einer Gelassenheit. Und wie gesagt, für die jungen Kerle ist es auch eine enorme Erfahrung. So, und da gegen solche Widerstände dann auch anzukämpfen. Und das ist dann aber auch Leistungssport. Und wie gesagt, und wir wollen natürlich schon auch am Wochenende das richtige Ergebnis dann auch immer ziehen. Du sagst, die junge Mannschaft braucht Gelassenheit. Wie einfach ist es denn für die jüngste Profimannschaft im deutschen Fußball, diese Gelassenheit an den Tag zu legen? Also da gehört ja auch schon eine gewisse Erfahrung dazu. Also wie kriegst du diesen Spagat hin zwischen eben dieser Gelassenheit und der Anspannung, die du dann auch brauchst auf dem Feld? Wenn du die Jungs tagtäglich siehst, ehrlich, im Training und dann kannst du auch mit einer gewissen Gelassenheit dann auch umgehen, dann finde ich, ins Spiel reinzugehen, wenn du weißt, okay, die Jungs, die verhalten sich top, wenn die sind in der Laufleistung, in der Sprintleistung sofort drin, holen das Maximale raus. So. Und für vergebene Torchancen, ganz ehrlich, also wir können es jetzt 48 Mal, können wir es jetzt in jede Kamera reinsprechen, wir können es dann auch 48 Mal thematisieren. So. Und irgendwann wird dann aber auch der Punkt kommen, wo wir die Dinger reinmachen. So. Und wir haben die Torchancen, wir machen so viele Dinge richtig. Und dann sollten wir jetzt nicht den Fokus nur darauf legen, auf diesen letzten Kontakt oder den vorletzten Kontakt, der dann zweifelsohne besser sein kann. So, aber wie gesagt, wenn das Verhalten gut ist, dann gehört einfach auch so eine gewisse Gelassenheit dann auch dazu, okay, die Dinge weiter so beharrlich zu machen und alles andere wird dann kommen, wie gesagt. Und wir wären echt behämmert, wenn wir weniger machen würden und dann denken würden, okay, es hat eh keinen Sinn, da wären wir wirklich voll behämmert. Also von daher, wie gesagt, die Patriots haben es vorgemacht, es war cool. Deswegen
deswegen darf jetzt Osnabrück das Ganze auch ausbaden wahrscheinlich. Also wie schwierig ist es denn, das haben wir glaube ich schon das letzte Mal, als wir uns länger unterhalten haben, thematisiert, für diese junge Mannschaft eben gegen gestandene Männermannschaften diesen Schritt dann auch zu machen, beziehungsweise ist die Entwicklung schon so weit, dass die auch keine Angst mehr haben müssen vor so Mannschaften wie jetzt Duisburg dann zum Beispiel in 2 Wochen auch? Ich glaube generell in der Liga ist es so eng alles. Also das, wie gesagt, wir sind jetzt nicht gerade, in der Tabelle stehen wir jetzt nicht gerade optimal da und trotzdem glaube ich, dass es alle Mannschaften trotzdem, wenn sie vorher ins Spiel reingehen und wissen, oh, jetzt müssen wir gegen die Mainz 05 U23 spielen, glaube ich, dass da keine Mannschaft dabei ist und denkt sich so, mit 70-80% wird es gehen. So, im umgekehrten Fall ist es dann auch so, dass wir gegen Spitzenmannschaften immer eine Chance haben auf Ergebnis. So, das zeigt es einfach in der Liga. So, jetzt haben wir knapp verloren gegen Zwickau, knapp verloren gegen Paderborn, wo alles stimmt eigentlich, wo du, wenn du dieses Spiel gewinnst, dann fragt einfach keiner auch, warum du das Spiel gewonnen hast, weil einfach jeder denkt, okay, wir haben das Spiel gesehen, völlig verdient, dieses Spiel gewonnen. So, und so wird es dann auch angegangen gegen Osnabrück, gegen Duisburg, gegen alle Mannschaften dann auch, weil es wirklich Kleinigkeiten entscheiden. Und wie gesagt, wir sind jetzt auch mal dann am Drücker, dass die Kleinigkeiten dann auch bei uns ausschlagen. 2 Sachen noch zum Persönlichen. Wir haben es eben schon mal gesagt, da ist ein bisschen anderer Mechanismus. Also als Tabellenletzter musst du nicht unbedingt um deinen Job jetzt bei der zweiten Mannschaft fürchten. Macht es das für dich auch einfacher oder ist das auch wirklich dann für dich dann auch irgendwann, du brauchst auch ein Ergebnis als Selbstbestätigung für die Arbeit? Ich glaube, das brauchen wir alle, ganz ehrlich. Also ich glaube, dass da, wo wir uns bewegen, gehört schon dazu, auch Ergebnisse zu holen. Von daher, ich setze mich mit meinen höchsten Ansprüchen jeden Abend zu Hause hin und stelle mir die Frage, was kannst du besser machen mit den Jungs im Umgang und auch auf dem Platz und inhaltlich, auf dem Trainingsplatz und so. Und man muss aber auch sagen, und ich glaube, dass es nicht so viele Dinge sind, weil einfach viele Dinge auch passen, nur am Ende halt das Ergebnis nicht. So, aber wir stellen uns schon auch den höchsten Ansprüchen und es ist jetzt nicht so, dass wir dann auch nach Hause gehen und sagen, ja, wir sind eine Ausbildungsmannschaft und der Trainer geht nach Hause und denkt, ja, ist ja egal, wie wir gespielt haben. Nee. Also das ist, da setzt man sich auch selbst unter Druck, aber das gehört auch dazu, finde ich. Also das muss auch so sein, wie gesagt, das ist ja auch dann 3. Liga, wo wir uns bewegen und ja, da wollen wir schon schnellstmöglich auch wieder Punkte holen. Stellt man sich als Trainer dann auch mal die Frage um die Zukunft oder ist es im Moment im Alltagsgeschäft noch so weit weg, dass man da zur nächsten Saison gar nicht auch sich persönlich um sich noch gar keine Gedanken macht? Null. Also ganz ehrlich, weil ich einfach auch der tiefen Überzeugung war, dass wir generell wissen, was wir voneinander haben. Von daher ist es momentan ja, nicht optimal, was die Ergebnisse betrifft, aber dass ich da jetzt nach Hause fahre und denke, oh, was passiert ab 1.7. oder was weiß ich was, das ist jetzt nicht so. Von daher guck, dass meine Familie gut geht, dass ich meine Jungs gut führe hier, mein Funktionsteam, dass wir inhaltlich Top-Arbeit abliefern und alles andere. Wie gesagt, das wird sich dann zeigen. Wunderbar, dann hoffen wir auf ein ergebnisreiches Wochenende dann gegen Osnabrück. Ich danke dir schon mal, viel Spaß, viel Erfolg weiterhin. Dankeschön.